Mahlzeit. Ich probiere das jetzt hier nochmal in einem anderen Setting aus und versuche nochmal OBS, ob das besser klappt. Ich habe Fragen. Die Hauptfrage ist, warum komme ich gerade nicht um Rammstein rum? Ist auch wieder so ein Thema, was mich eigentlich, wenn ich mich an meine eigenen Regeln halte, überhaupt gar nicht interessieren sollte. Aber da hab ich wieder mein Facebook- und Instagram-Problem und YouTube auch. Es ist unmöglich im Moment, da irgendwie dran vorbeizukommen. Ich habe eben wirklich, ich habe bestimmt 5 Minuten im Facebook runtergescrollt und gefühlt jeder zweite, aber auf jeden Fall jeder dritte Beitrag behandelte die aktuelle Rammstein-Problematik. So, um das kurz mal, um meinen Standpunkt hier. Ich bin weder Fan dieser Band, noch finde ich die total scheiße. Ne, so wie bei so ziemlich jeder anderen Band, die ich kenne, haben die Songs gebracht, die ich cool fand, wo ich voll drauf abgefeiert habe. Das Geilste fand ich keine Lust. Egal. Aber es gibt halt auch, also keine Ahnung, ich bin nie auf einem Rammstein-Konzert gewesen. Ich habe die mal live gesehen auf einem Festival, auf dem Pinkpop. Und habe ich in der ersten Reihe gestanden und habe Remscheid gebrüllt. So ein Andenken daran, dass in Remscheid halt eben der gleiche Scheiß passiert ist wie in Rammstein. Spielt gerade keine Rolle, ist nur einfach um, also ich bin weder Fan noch Hater. Also mir geht es gar nicht um Rammstein selber im Moment, sondern um das Phänomen Rammstein in diesem Kontext gerade. Und was ich halt so verstörend finde, ist, dass man zum einen gerade überhaupt nicht drumrum kommt und ich gerade auch tatsächlich nicht drumrum komme, dieses Video zu machen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich es machen muss. Eigentlich müsste ich jetzt genau deswegen auch ausdrücken, aber ich mache es trotzdem einfach mal, weil ich will es selber sehen, das Video. Dafür mache ich ja meine Videos. Ne? Also das Erste ist, man kommt nicht drumrum. Das Zweite ist, egal was man hört, es sind einfach nur Meinungen. Ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen Fakt gesehen, der irgendwie belegbar wäre. Bis auf den, dass man im Moment nicht drumherum kommt und es offiziell noch überhaupt gar keine Anklage gegen diese Band oder vor allen Dingen Till Lindemann gibt. Es gibt keine Anklage. Der ist nicht angezeigt worden. Und trotzdem ist es möglich, dass die quasi schon wie verurteilt behandelt werden. Vor allen Dingen von den Medien, die gerade alle auf diesen Zug aufspringen und eine Sau durchs Dorf treiben, die mich an gewisse andere Säue erinnert, wie zum Beispiel einen Kachelmann oder einen mit dem Julian Reichelt haben sie das gemacht. Das ist kein deutsches Phänomen. In Amerika hat es das genauso gegeben mit Bill Cosby oder mit Trump. Die halt alle eben genau solche Anschuldigungen über sich ergehen lassen musste, wo es dann teilweise nach jahrelangen Verhandlungen, Gerichtsverhandlungen rauskam, dass das alles haltlos war. Dass das, was ihnen vorgeworfen wurde, tatsächlich überhaupt gar nicht passiert ist.
Dann bezieht sich meine nächste Frage irgendwie auf dieses Ding mit dem Victim Blaming. In was für einer Welt leben wir, in denen irgendjemand irgendwelche Anschuldigungen von sich geben kann, die dann tatsächlich für bare Münze genommen werden, weil man es nicht abstreitet, weil man nicht in Frage stellen darf, ob die Anschuldigung überhaupt Bestand hat. Klar soweit? Die Frage verstanden? Ich weiß, viele wollen das gerade gar nicht mal. Ich bin wirklich der Letzte, der dafür ist, zu sagen, ja, Mädchen, warst du doch selber schuld. Aber ganz im Ernst, so, weil ich da von dieser komischen Keiler Scheiß oder wie die heißt, mitbekommen habe, da kann ich mir so, ne, da wird dir, Mädchen, echt im Ernst, da wird dir da auf einmal klar, dass du als Sexobjekt, hast du dir mal dein eigenes Profil angeguckt? Ich habe hier nur ein paar Bilder gesehen. Ich wollte gar nicht auf dein Profil gehen und noch mehr Erfolg für dich da rausholen. Aber du bist nicht nur auf der Party ein Sexobjekt. Du machst dich zu einem Sexobjekt. Und wer das gerade nicht glauben will, der gucke sich bitte einfach mal die Bilder an, die dieses Mädchen auf ihrem Instagram-Account postet. Da muss man sich, ich habe letzte Woche noch, bevor das mit diesem Rammstein-Kram anfing, habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, aus einem ganz anderen in einem ganz anderen Kontext, wieso sich gewisse Leute halt gewisse Sachen anziehen. Ja, auch irgendwie diesen, ja, es kommt halt drauf an, wie man sich anzieht, was man sich anzieht. Und ein paar Tage später kommt dieser Rammstein-Kram. Und ob man das jetzt will oder nicht, aber man trägt dann eine gewisse Mitverantwortung. Wenn ich mich wie ein Pornomodel präsentiere, muss ich mich nicht wundern, dass ich auf irgendwelchen Partys, auf denen ich wahrscheinlich dann auch nicht rumlaufe wie zugeknöpft, dann auch als leichtes Mädchen definiert werde, gesehen werde. Ob dann eine Band wie Rammstein ist allen Ernstes nötig hat, K.O.-Tropfen irgendwo reinzufüllen, um sich, also keine Ahnung, ich weiß, also da sind eigentlich genug Groupies, die selbst einen 60-jährigen Lindemann ficken wollen und Spaß dran haben. Wahrscheinlich sogar genug, sodass man da nicht noch irgendwie mit K.O.-Tropfen nach. Das ist so ein Ding, wo ich von so, hä, das ist doch, keine Ahnung. Dann ist dann diese Sache damit, dass jetzt gerade alles Negative rausgekramt wird, was man nur finden kann. Zum Beispiel Till Lindemanns Kunst und wie pervers die ist. Und ja, bin ich auch kein Freund von. Da gibt es aber auch genügend Leute, die meine Kunst nicht viel anders empfinden. Und wenn man irgendwie davon redet, dass man Kunst und Künstler nicht gleichsetzen darf, kann ich sagen, ja, das hat mitunter, verarbeitet man da gewisse Sachen in der Kunst, in dem vollen Bewusstsein darüber, dass ich das auf die Weise halt eben nicht an Opfern ausleben muss. Einer, der für mich bisher einer der absoluten Meister des Perversen war, groß gefeiert, ist halt Quentin Tarantino, der selber irgendwann mal gesagt hat, ihr könnt alle froh sein, dass ich das in meinen Filmen ausleben kann. Aber wenn ich das nicht könnte, dann würde es wahrscheinlich irgendwann zu sehr unschönen Situationen kommen. So, und dann ist dann halt eben, dass Leute, die Till Lindemann persönlich und lange kennen, ihn halt eigentlich als einen relativ schüchternen Typen beschreiben, der halt auf der Bühne die Sau rauslassen kann. Da gibt es sehr, sehr viele von. Es gibt sehr viele Künstler, die auf der Bühne jemand völlig anderes sind, die man im Privatleben
so nicht wiedererkennen kann. Deswegen nennt man es eine Show, die man da macht. Ja, das ist Schauspielerei. Was ich wirklich so wahnsinnig bedenklich finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man wieder hier tierisch an der Nase rumgeführt wird. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was für ein Aufgebot gerade die Medien auch das Thema aufgreifen und wie eins gerichtet die gegen Lindemann vorgehen. Da ist keiner, der sagt, ja, Moment mal, also noch ist noch nicht mal verurteilt worden, also noch nicht mal verurteilt, der ist noch nicht mal verklagt worden bisher. Es liegt noch keine Anzeige vor. Offensichtlich, das habe ich zumindest eben aus einem 3 Stunden online sein Video entnommen. Keine Ahnung, wo ich dann einfach gedacht habe, so, naja, das ist doch... So, und das letzte Video, was ich dann jetzt gesehen habe, das war quasi vom RBB, in dem es dann darum ging, dass es eigentlich nicht nur Till Lindemann, sondern gerade die ganze Musikbranche quasi indirekt schon wieder unter Beschuss steht. Und das hat mich gerade wieder total an was erinnert, was vor ein paar Jahren stattgefunden hat, nämlich ein massiver Angriff auf die Kunstbranche, auf die Unterhaltungsbranche. Da war es dann halt durch das große C, wo dann Konzerte einfach nicht mehr stattfinden konnten. Und ich da schon gesagt habe, Leute, das riecht so dermaßen nach dem Blueprint 1984, sprich nach der Umsetzung dieses Blueprints, dieser Bedienungsanleitung einer Dystopie oder dieser Bauanleitung einer Dystopie, in der es einfach keine Kunst mehr gibt. Da gibt es nur noch Arbeit. Da gibt es keinen Sport mehr. Da gibt es keine Konzerte, keine Theaterstücke. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, ob die sich jetzt nun bewusst darüber sind oder nicht, aber vor allen Dingen die Medien, aber nicht nur die Medien, gerade ganz massiv dabei sind, die Kunst abzuschaffen. Ich habe so viele Statements in den letzten Tagen gesehen von Leuten, die geschrieben haben, ich war immer Rammstein-Fan, aber das kann ich mir jetzt nicht, ne, die fliegen jetzt aus meiner Playlist. Ich dachte, wow, super. Ich meine, ne, kann jeder machen, was er will, so, ne, also jetzt ist, es kann ja keiner jetzt gezwungen werden, so, aber ja, das ist nämlich, wo ich gerade meinte, so, es sind nicht nur die Medien. Es sind gerade nicht die Medien, die in meinem Facebook die ganzen Posts setzen. Das sind wir. Und dann frage ich mich, was aus unserem Rechtsstaat geworden ist. Und Leute, eine Diktatur funktioniert nicht über einen Diktator. Eine Diktatur funktioniert über den Gehorsam irgendeiner Obrigkeit gegenüber. Das sollten wir uns wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Wenn wir auf diese Weise mit solchen Dingen umgehen, dann leben wir nicht in einer Demokratie, wo sich jeder als Richter aufspielt und Leute verurteilt und bestraft, die noch nicht mal offiziell angeklagt sind, sondern einfach nur durch einen YouTuber irgendwie in Verruf geraten sind. Wo sich dann halt noch so ein paar andere Leute gemeldet haben, die dann aber letztendlich auch so wischi-wischi-waschi und letztendlich dann haufenweise Leute, die keine Ahnung haben, weil sie einfach bei nichts dabei waren, sich das Maul aufreißen. Und dann entweder für oder gegen Rammstein Partei ergreifen. Und das ist das Problem, auf das ich die ganze Zeit hinaus will.
Das ist das, was mich am meisten gerade stört, was ich am das, nicht Rammstein, das halte ich an dieser ganzen Sache für extremst gefährlich. Weil wenn wir sowas zulassen und mitmachen, Leute, dann ist das, soweit ist ja nicht nur mit Rammstein möglich. So machen die, das ist mit allen möglich. Das ist mit allen möglich. Was ich über Rammstein auf jeden Fall auch mitbekommen habe, war, dass, kann ich mir vorstellen, dass irgendwer hat als Aushängeschild des Ostens genannt. Ich glaube auch irgendein Sender, der gar nicht das Recht dazu hat, solche Fragen zu stellen und dann auch noch so eine Vergleiche. Aber ja, die kommen aus dem Osten. Und wenn der Lindemann 60 Jahre ist, dann hat er vor allen Dingen 30 Jahre in der DDR gelebt. Das heißt, er hat in der Schule auf jeden Fall Russisch gelernt vor Englisch, wenn der überhaupt in der Schule Englisch gelernt hat. Und wenn er in der Schule eins gelernt hat, über Englisch und den Westen, ist das der Feind ist. Mich wundert es also nicht wirklich, dass ein Till Lindemann, inklusive der kompletten Band, sich für die deutsch-russische Freundschaft stark machen und dann auch weiter in Russland Konzerte gegeben haben. Und ich habe den Eindruck, das hat viel, viel mehr damit zu tun, als der ganze Quatsch, den diese Spitze des Eisberges da gerade sehen lässt. Das, was alle sehen. Diese Anschuldigungen, diese ja, ist bisher nichts weiter als Anschuldigungen. Wie gesagt, es gibt noch nicht mal eine Anklage. Und das braucht es nicht mehr. Und das finde ich so beängstigend. Alle zerreißen sich's Maul. Alle großen YouTuber haben da inzwischen irgendeinen Senf zu abgegeben. Und teilweise habe ich mir, ich habe mir das dann angeguckt, also aus Recherchegründen, zu Schulungszwecken, gucke ich mir sowas an, nicht um mich zu unterhalten, sondern weil ich wissen will, was wird denn eigentlich erzählt? Und mir wird schlecht. Mir wird schlecht. Da hat die Alicia Joe gerade noch ein Video dazu gemacht, wie sehr Meinungsmache in Videos betrieben wird, die eigentlich den Anspruch erheben, gut recherchiert zu sein und sich auf viele Fakten zu beziehen. Und du siehst, dass die YouTuber selber einfach nur schon auch ihr Bild quasi vorgefertigt haben, dass sie mit ihren Videos dann einfach untermauern. Dann werden React-Videos auf React-Videos gemacht. Und alle wollen gerade ein großes Stück vom Kuchen abhaben. So, und ich werde natürlich jetzt hier auch in den Titel irgendwas mit Rammstein reinsetzen, weil ich will ja wenigstens noch meine zwei Zuschauer haben. Ich hoffe aber, dass ich an dieser Stelle irgendwie in der Lage war, eine andere Perspektive auf die ganze Sache zu schaffen. Leute, überlegt euch wirklich gut, wie sehr und auf welche Weise ihr an solchen Sachen partizipiert. Weil das, was einmal gepostet ist, das wird dann so leicht nicht wieder vergessen. Alle haben mitbekommen, dass Trump beschuldigt wurde, irgendwelche Mädels sexuell missbraucht zu haben. Obwohl er von Anfang an sofort auch gesagt hat, nee, Moment mal, beweis das mal erst. So, bevor du, ne, und letztendlich ist es auch einfach nicht beweisbar war. Oder halt, und ich bin kein Trump-Fan. Ne, ich sage das jetzt gerade nicht, weil es ist einfach nur ein Beispiel. Also Bill Cosby war nicht anders. Jetzt geht mir gerade noch was durch den Kopf, aber dann mache ich noch ein anderes Video zu. Das hat nämlich auch mit einer gewissen Scheinheiligkeit und Doppelmoral zu tun, die man an jeder Ecke sehen kann, wo ich mir denke, so. Sieht das keiner außer mir? Aber das ist halt eben genau das so. Ne, lasst mich bitte mal wissen, ob es da draußen von euch Leute gibt, die das ähnlich sehen wie ich, kritisch,
Also, dass das was ganz Gefährliches ist, wie da gerade mit umgegangen wird. Und dass, wie das Ganze behandelt wird, viel gefährlicher ist, als Rammstein je sein könnte. Und zwar für uns alle. Und inwiefern wir selber mit da drin stecken. Und eventuell mal an die eigene Nase packen können und uns überlegen, ob wir da nicht eventuell einen Strategiewechsel vornehmen und unser Verhalten ein bisschen anpassen und vielleicht einfach auch mal wieder ein bisschen distanzierter mit irgendwelchen Themen umgehen, bevor wir irgendwelche Statements pro oder contra irgendetwas abgeben, wo wir überhaupt nicht bei waren, wo wir nichts zu sagen können. Boah, das finde ich so ekelhaft. Ich find's, boah, das ist, da kriege ich Herpes von. Nee, ich kriege da nicht Herpes von. Das, also, ich, mein Körper ist gegen sowas gefeit, aber da könnte man Herpes von kriegen. So ekelhaft ist das. Ja, denkt mal drüber nach. Ich wünsche euch den hier und gucken, ob das hier besser funktioniert als mit dem anderen Problem. Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lass dir unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss!